Sonnencreme gebrauchen. Um dem entgegenzuwirken, verteilen wir Wasser, denn wir möchten nicht, dass die Menschen dehydrieren. Wir machen uns jedes Jahr große Sorgen, wenn es so heiß ist wie heute, mehr als 30 Grad, dass die Leute genügend trinken. Es ist jetzt schon schlimm genug und wir wünschen uns sehr, dass die Stadt mehr Verantwortung übernehmen wird.